Und der Prophet sallam hat gesagt, Taftariku hadhi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Diese Umma wird in 73 Gruppen spalten. Jede davon ist in der Hölle außer einer. Und wer ist diese Gruppe? Logischerweise, die Gefährten fragen, wa ma hiya tilka firqa, ya Rasulullah. Und der Prophet sallam sagt, ma anna alayhi al-yawm wa ashabi. Das, die so glauben wie ich, die auf dem basieren, worauf ich basiere und meine Gefährten. Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass der Prophet hier noch sagt, und meine Gefährten. Und überall im Koran, ja, findest du Verse, die sagen, die verurteilen, die tadeln die unterschiedlichen Meinungen. Die tadeln die Spaltung im Islam. Und es wird immer wieder dazu aufgerufen, eine Gruppe zu sein. Allah sagt, وَاَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. Haltet am Seil Allahs gemeinsam fest und spaltet euch nicht. Also wird ganz klar befohlen, dass man eins bleibt. Und der Prophet sagt, vor und meine Gefährten. Er sagt nicht nur die auf dem basieren, worauf ich basiere, sondern meine Gefährten. Das ist eine sehr wichtige Grundlage. Denn wir müssen sehen, dass die Gefährten vom Prophet sallam, der Ijma von ihnen, da wo sie einstimmige Meinung sind, das waren die Menschen, die mit dem Propheten sallam gelebt haben, die ihn gesehen haben, die von ihm den Koran gelernt haben. Und Allah sagt im Koran, wir haben zu dir den Koran herabgesandt, damit du ihnen klar machst, was zu dir herabgesandt worden ist. Allah sagt zu ihm, sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana, uns obliegt ihn zu sammeln und vorzutragen. Thumma inna alayna bayana, dann obliegt uns die klar zu machen, was dort drin steht. Und wir haben heute Meinungsverschiedenheiten, ja, unter Leuten. Der eine sagt, das heißt dies, der andere sagt, das heißt das. Warum? Weil du kannst immer schnell die Worte umdrehen, in jedem Buch. So, aber der Koran sagt ganz klar, gehe dorthin, was hat der Prophet sallam gesagt? Und die, die natürlich an die erste Adresse waren, die gesehen haben, was der Prophet sallam gemacht hat, wie der Prophet sallam etwas verstanden hat, waren die Sahaba alaihimussalam. Und wenn wir diesen Hadith betrachten, die Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, alle sind im Feuer außer eine. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Gruppen für alle Ewigkeit im Feuer sind. Aber das ist ein Zeichen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Dass sie nicht auf dem basieren, worauf der Prophet sallam basierte und die Gefährten. Und jetzt fordern wir dich heraus. Ja, weil jeden, den du fragst, sagt ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir sind die richtige Gruppe. Die sind falsch. Warum ist der falsch? Dann sagt er, ja, der ist so und so und so und so. Ja, wie, der ist so und so und so und so. Ja, die machen das und das und das und das nicht. Die feiern den Geburtstag vom Propheten nicht. Zum Beispiel. Deswegen ist er falsch. Subhanallah, mir kam einmal ein Jugendlicher an einen Tisch und bringt mir bestimmt 10 Fragen oder so, ja. Was sagst du zum Geburtstag vom Propheten? Was sagst du zu den 4 Madhahib? Welchen Madhab folgst du? Und so weiter. Das solche Fragen. Subhanallah, ich habe gesagt, was sind das für Fragen? Willst du mich auf die Probe stellen oder wie? Guck mal, der hat gestern angefangen zu beten. Guck mal, gestern hat er so ungefähr, ja. Der hat gerade angefangen zu beten, absolut keine Ahnung vom Islam. Ich habe zu ihm gesagt, nehmen wir mal an, und ich beantworte die so, wo man dir gesagt hat, wenn der die so beantwortet, ist der falsch. Ja? Was ist deine Grundlage, um zu wissen, ob ich falsch bin oder richtig? Vielleicht ist ja derjenige, der dir gesagt hat, wenn ich das so beantworte, und ich zum Beispiel sage, Geburtstag vom Prophetenfeind ist Bidda, ja, dann höre nicht von dem, dann ist der falsch, vielleicht ist der ja falsch. Hast du das schon mal in Betracht gezogen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Könnte doch theoretisch möglich sein, oder? Könnte doch theoretisch sein, dass es verkehrt ist, oder? Wenn man den Geburtstag vom Prophet... Theoretisch, du sagst, es ist verkehrt, der sagt, es ist richtig. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt, ja, okay, ja, aber mein Scheich, der hat einen langen Bart, dann glauben wir ihm. Oder der lebt hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Oder wie kann der falsch sein? Bei mir im Land gibt es Millionen von Menschen, die machen das alle. Wie kann das sein, dass die alle verkehrt sind? Das haben wir kein Problem. Allah sagt im Koran, wa aktharun nasi la ya'lamun.
Und die meisten Menschen wissen nicht. Und Allah sagt im Koran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne dass sie dabei Mushrikun sind. Ich habe es nicht gesagt, dass derjenige, der die Geburtstag vom Propheten feiert, Mushrik ist, ja. Weil ihr glaubt mir, die Worte werden so schnell umgedreht. Aber das zeigt, dass du nicht sagen kannst, weil deine Gruppe mehr ist, deswegen ist deine Gruppe richtig. Ansonsten müssen wir Christen werden. Es gibt 2 Milliarden Christen auf der Welt und es gibt 1,3 Milliarden Muslime auf der Welt. 2 Milliarden Christen? Können die alle verkehrt sein? Von daher, dein Argument hat gar keinen Sinn. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn ihr in einer Sache eine Meinungsverschiedenheit habt, ja, فَإِنْتَنَزَأْتُمْ فِي شَيْءٍ, ja, was sagt er, was sollt ihr machen? Wir sollen gucken, wer hat mehr Leute? Er sagt, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Dann führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr wirklich an Allah und den Gesandten glaubt. Ist dir raus. Wenn du an Allah und den Gesandten glaubst, dann erzähl nicht mein Scheich, meine Gruppe und da gab es früher den und den und hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, da ist der und der und hat das gesagt, der ist durch die Luft geflogen. Allah hat nicht gesagt, guck, wer fliegt durch die Luft, dann glaube ihm. Er sagt, geh zurück zu Allah und seinem Gesandten. Schaue, was steht im Koran, was steht in der Sunnah. Aber das ist wie gesagt, subhanallah, diese Herangehensweise dieser Leute. Und der Prophet Sassam hat in vielen Dingen erwähnt, wie wir den richtigen Weg finden. Deswegen, 73 Gruppen, frag dich selber, bist du wirklich derjenige, der dem Propheten und den Sahabern folgt? Bist du derjenige? Bist du derjenige? Frag dich doch mal. Ich dachte, wenn ein Hund am Knurren. Stefan, was ist das denn für ein Biest da draußen? Das ist ein Motorrad. Subhanallah. So, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum ma antamassaktum bi lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnati. Ich habe bei euch 2 Dinge hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr nicht in die Irre gehen. Was? Das Buch Allahs und meine Sunna. Dann sagt der Prophet, dann bist du derjenige, der an dem Buch Allahs festhält und an der Sunna des Propheten festhält. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts, was euch an Allah näher bringt, außer dass ich es euch gezeigt habe. Und es gibt nichts, entfernt von Allah, außer dass ich es euch verboten habe. Das ist die Sunna. Dann schau, das, was du machst, um dich Allah zu nähern, hat der Prophet es gezeigt. Das, was du machst, um dich Allah zu nähern, hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt? Nein. Okay, dann sagen wir nächster Vers. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّن. Entschuldigung, das hat Ibn Mas'ud gesagt. Der Prophet Sassam hat vor allem seine Linie gemacht. ثُمَّ قَال هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ. Dies ist der Weg Allahs. ثُمَّ خَطَّ خُطُوتٍ أَنْ يَمِينِي وَأَنْ شِمَالِي. Dann hat er Striche an der rechten und der linken Seite gemacht. Das heißt, von diesem Strich, rechts und links Striche. Manche sagen auch hier, aber hier ist links. Das heißt, auf dem Weg vom Islam. Und dann sagt er an jedem dieser Weg, ala kullin minha shaitanun yad'u ilay. Und an jedem dieser Wege ist ein Shaitan, der dahin ruft. Und dann sagt er, und was ist klar für uns, dass wir dem Weg des Propheten folgen müssen. Und uns ist klar, dass im Namen des Islam Leute kommen werden, die Shayatin sind. Und die rufen auf und sagen, hier, guck. Und was wird denen ihr Mittel sein? Wie werden die Leute in die Irre führen? Wenn die Leute nicht gucken, zurückgehen zum Buch Allahs und seiner Sunna. Und wie erreichen sie das? Indem sie den Menschen erzählen, hey, du brauchst gar nicht so viel Koran zu lesen und Sunna, du verstehst das sowieso nicht. Folge mir, weil wenn du Koran und Sunna verstehen musst, musst du 20 Jahre Arabisch gelernt haben, 25 Jahre Hadith-Lehre studiert haben, 30 Jahre Tafsir gelernt haben und 500 Jahre hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen gewohnt haben. Mit anderen Worten, kannst du das sowieso nicht, du musst dumm bleiben, folge mir. Und du siehst das bei vielen Leuten, ist irgend so eine Gruppe, ja, die sagt ja, wir sind richtig, und die Leute folgen einfach nur dem Scheich. Da gibt es Leute, Aussagen, die sagen, man qala li sheikhihi lima faqad halak. Wer so seinem Scheich sagt, warum, der ist vernichtet worden. Dann machst du Bay'a zu dem Scheich, Bay'a, Treue Eid. Und Treue Eid gab es bei Sahaban und beim Propheten nur beim Khalifen.
nur beim Kalifen. Dann sagen wir schon, ist das der Weg der Gefährten? Nein. Ist das der Weg des Propheten? Nein. Welcher Weg ist das dann? Das ist der Weg des Scheitan, Achi. Klarer Fall. Klarer Fall ist ein Irrweg. Mehr oder weniger. Das ist nicht, dass es keine Muslime sind, aber ist auf jeden Fall verkehrt. So, dann, nach diesen ganzen Dingen, erwähnt Allah immer As-Sirat al-Mustaqim, As-Sirat al-Mustaqim, As-Sirat al-Mustaqim. Und dann hat der Prophet, nachdem er diese Striche gemacht hat, und hat gesagt, dies sind die Wege, an denen ein Shaitan steht, sagt er, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Ja, Sabile. Genau, es heißt, dann sagt der Prophet, und dies ist mein gerader Weg, folgt diesem Weg. Und folgt nicht den anderen Wegen, sodass sie euch spalten und wegbringen von diesem geraden Weg. Und jetzt schau dir an, wo kommt dein Weg her? Ist das der Weg, der sich auf den Propheten bezieht? Welchen Namen hat deine Gruppe? Wann ist deine Gruppe entstanden? Ja, meine Gruppe, die ist entstanden vor 100 Jahren. Da hatte ein Scheich in Indien, der hatte einen Traum gehabt und so weiter. Und dann haben wir eine bestimmte Ibadah gemacht und das ist jetzt unsere Gruppe. Mashallah. Das ist der Weg des Propheten? Das ist der gerade Weg oder ist das ein anderer Weg? Ist das der gerade Weg oder ist das ein anderer Weg? Kann jemand mit irgendetwas kommen nach dem Tod des Propheten und der Prophet Sassam hat das nicht gebracht und die Sahaba haben das nicht gebracht und er sagt, ja, wir haben jetzt eine neue Sache erfunden. Subhanallah. Dann müssen wir noch gucken, nach welchem Verständnis. Nach welchem Verständnis verstehen wir Koran und Sunnah? Und das ist auch im Koran drin. Sure 2, Vers 137, dort sagt Allah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَكَدْ إِهْتَدَوْا. Wenn die so glauben, wie ihr geglaubt habt, dann sind sie rechtgeleitet. Dann sind sie rechtgeleitet. Wer ist damit gemeint? Sahaba. Das sind die, die angesprochen werden. Dann sagt er, وَمَنْ يُشَاقِهِ الرَّسُولُ. Und wer sich dem Gesandten entgegensendet, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Nachdem ihm die مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist, er setzt dem Gesandten entgegen, وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Und folgt einen anderen Weg als den der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und in die Hölle gehen lassen. Und übel ist diese Fahrt dorthin. Deswegen, dieses Ijma unter den Sahaba, die Herangehensweise der Sahaba, ist die Herangehensweise, die wir wählen müssen. Und wer einen anderen Weg folgt, als diesen Weg der Sahaba und als den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und kommt mit irgendeiner Sache, die neu ist, wallahi, egal wie aufrichtig er in seiner Ibadah ist, er ist aufrichtig im Irregehen. Er ist aufrichtig im Irregehen, ist er. Weil viele sagen, ja guck mal, ist so ein guter Mann, der betet viel, der fastet viel. Wir haben es, Umar al-Khattab, radiallahu anhu, hat geweint, als er den Vers gehört hat, Amilatum nasiba tasla naran hamir. Die Leute, die sich bemühen, viele Werke tun, und gehen in die Hölle und werden dort schmoren. Warum? Weil der über einige Mönche, wir sind damit gemeint, von Al-Kitab, die viele Ibadah gemacht haben, aber auf dem falschen Weg sind. Ach, deswegen, warum zweifelst du daran, dass vielleicht jemand sich Muslim nennt und macht viele Ibadah, aber diese Ibadah ist für die Luft, ist für die Katze, wird ihm nichts bringen. Deswegen, wie gesagt, es gibt einen Islam und nicht mehrere Islame. Und deswegen, jedes Mal, wenn wir eine Fragestellung haben, ich betone es nochmal, sagen wir gehen zurück zu Allah und seinem Gesandten. Und jetzt schauen wir, jetzt gucken wir, jetzt vergleichen wir die Wege, okay? Wir sagen, nach dem Verständnis der Gefährten und nach dem, was der Prophet Sallallahu gemacht hat. Wir finden einige, am Tag, wo Hussein radiallahu anhu gestorben ist, ja, der Enkel des Propheten, und wir lieben den Enkel des Propheten, als er gestorben ist, ja, seitdem machen sie an dem Tag, schlagen sie sich gegenseitig und hauen sich den Kopf ein. Wir sagen, ist diese Sache richtig? Wir gehen zurück zu Allah und seinem Gesandten. Im Buch Allah steht, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Tötet euch nicht selber. Und einige Leute sagen, und richtet euch nicht selber zugrunde. Und einige Leute sagen, wenn du an dem Tag stirbst, durch ein eigenes Messer schneiden, dann stirbst du wie ein Shahid in der Zeit von Hussein. Einige sagen das, nicht alle, einige sagen das. Sagen wir, ist das von der Sunna, ist das vom Weg des Propheten? Nein. Prophet, sein Sohn Ibrahim ist gestorben. Hat der Prophet sich geschlagen?
Und gehauen? Subhanallah. Nein, er hat geweint, war traurig. Und es gehört zur Geduld. Wer nimmt das Leben in erster Linie? Das ist Vorherbestimmung von Allah, subhanahu wa ta'ala. Hilfst du damit jemandem, indem du dich schlägst und schreist und weinst? Ist voll. Und der Prophet sagt, wie gesagt, dass man nicht so diese rumkreischen soll beim Weinen. Das ist eine Art von Kuffer. Dieses Rumkreischen und so, bei wenn jemand gestorben ist. Dann schauen wir uns die nächste Sache an. Einmal hat mir jemand erzählt, jemand wollte nach Mekka fahren. Wir machen das jetzt zu Ende. Jemand wollte nach Mekka fahren und da hat er gesagt, nee, bevor du nach Mekka fährst, musst du erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gehen. Dann fragen wir, ist der Prophet, bevor er Hajj gemacht hat, erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gegangen? Sind die Sahaba erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gekommen? Nein. Das heißt, du kommst mit einer neuen Sache, Achi. Einmal habe ich das Beispiel in einem Vortrag gebracht, dann meinte nachher, warum beleidigst du Abdul Qadir Jilani? Habe ich was gegen Abdul Qadir Jilani gesagt? Nee. Aber das ist, weil die Leute leider einen Filter haben. Ja, die verstehen nur das, was sie verstehen wollen. Ich überhaupt nicht. Rahimullah, möge dich Allah im Erbarmen, ist ein Gelehrter des Islam gewesen. Yukhti wa yusib, liegt richtig und macht Fehler. Aber ist ein großer Gelehrter des Islam. Aber wenn er ein großer Gelehrter des Islam, das heißt nicht, dass ich zum Grab von ihm gehe und Tawaf drum mache oder ihm um etwas bete, wo Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zu mir sagt, Kala rabbukum ud'uni astajib lakum, bittet mich, ich werde euch geben. Wer kann dir geben? Du willst ein Kind haben, du willst eine Frau heiraten, du willst ins Paradies kommen. Wer kann dir das gewähren? Allah oder Abdul Qadir Jilani? Okay. Allah, ja? Warum bittest du nicht Allah? Du willst ins Paradies kommen, du willst eine Frau heiraten. Du willst irgendetwas erreichen im Leben. Wer kann dich hören, egal wo du bist auf der Welt? Abdul Qadir Jilani, der tot ist, oder Allah? Allah, oder? Deswegen, warum rufst du ihn an? Oder warum rufst du den Propheten Muhammad s.a.w. an? Wo der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen wird von Allah, wo ihm befohlen wird von Allah zu sagen, Inni la'amliku lakum darra wa la rashada. Ich kann für euch nichts Gutes und nichts Schlechtes bewirken. Das sagt Allah im Koran, was der Prophet s.a.w. zu den Menschen spricht. Das sind nicht meine Worte. Aber Bruder, glaub mir, manche Leute, die haben so einen Filter, egal. Und das ist traurig. Möge Allah die Leute recht leiten. Egal, möge Allah sie recht leiten, Achi. Egal, mit welchem Beweis du von Koran und Sunna kommst, Achi. Das kommt nicht an. Rana ala kulubi mekanu yaksibun. Guck, gibt es etwas Deutliches als dies? Gibt es etwas Deutliches, dass aus einem Allah den Menschen ehrt, Allah sofort anzubeten? Und du sagst, nee, ich mach das trotzdem, bei mir im Land, können doch nicht alle verkehrt sein. Und dieser Scheich, der ist sehr gut und der macht viele gute Werke. Subhanallah, guck, wir haben alle Sachen, alle Punkte, Beweise, die du für deinen Punkt bringst, haben wir widerlegt. Viele gute Werke, haben wir gesagt, die Mönche damals, Omar al-Khattab hat geweint. So viele Leute machen das, haben wir gesagt, guck, Allah sagt im Koran, viele Leute sind noch irrig. Die Christen sind mehr als die Muslime, subhanallah, guck mal. Aber egal, womit du kommst, Achi, er wird aus Sturheit sagen, diesen Menschen glaube ich nicht. Dann, nächster Punkt. Ich habe einen getroffen, jetzt in Hajj, Ägypter. Er sagt, bei uns gibt es ein Grab. Zu dem Grab geht man hin, legt die Hand auf, sagt Bismillah. Und egal welche Krankheit du hast, du bist geheilt. MashaAllah. Warum? Subhanallah. Also das Grab des Propheten, ich mache es erst zu Ende, das Grab des Propheten, ja, das war zur Zeit der Sahaba immer da. Und der Prophet ist der beste Mensch. Ist ein Sahaba jemals zum Grab vom Propheten gegangen, hat die Hand drauf gehalten, sagt Bismillah und war geheilt? Super, aber dieses Grab in Ägypten oder was, wo vielleicht ein Hund begraben wurde, weil echt, einmal, wo hat einer seinen Hund begraben? In Algerien, ja, habe ich gehört, ja, in Algerien. Und dann kam er Jahre später wieder und da war ein Mausoleum über das Grab gebaut. Haben die gesagt, da ist bestimmt irgendein Heiliger begraben worden und waren dann den Heiligen anbieten. Kannst du dir vorstellen? Achi, legst deine Hand drauf, bist du geheilt. Und außerdem, meinst du, die westliche Welt, wenn sie dieses Wunderheilmittel hätten, die hätten sich noch nicht diesen Acker gekauft,
und hätten den, würden den da vermieten, wer da rein will, der muss so und so viel Geld geben. Das ist totaler Schwach. Sagst du einmal, bis Miller bist du geheilt. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Es gibt einige Leute, wir haben gesagt, wir müssen Islam so verstehen wie der Prophet Sallam, ja? Und so machen wie der Prophet Sallam und die Sahaba. Die sitzen zum Beispiel im Kreis und machen Dhikr. Gibt es Dhikr im Islam? Klar, der Prophet Sallam sagt das. Hat uns beigebracht, La ilaha illallah Muhammad Rasul, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu alhamdu. Viele Dinge. Hat alles, der Prophet hat uns so viel beigebracht, wenn wir uns nur daran halten, was er gezeigt hat. Dann, wir haben, können bis Yom al-Qiyama, wird uns nicht langweilig. Also sitzt im Kreis und sagt der, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Wir haben das jetzt gehört in Mekka, du willst dich gerade konzentrieren, in Arafah, du willst dich gerade konzentrieren, auf einmal im Nachbarzelt geht das hau, 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 weißt du, und du bist da am Dings, ja, hört sich ja so an. Ich mache mich halt nicht lustig darüber, ich mache mich nur vor, wie sich das anhört. So, fragen wir eine Sache. Hat der Prophet so Dhikr gemacht? Ich sage, das ist falsch, du sagst, das ist richtig, okay? Ich sage zu dir, hat der Prophet so Dhikr gemacht? Nein, hat er nicht. Okay, alles klar. Steht ihm im Koran, du sollst so Dhikr machen? Nein. Haben die Gefährten so Dhikr gemacht? Nein. Okay, hier. Wir haben gesagt, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, gehen zurück zum Koran, gehen zurück zur Sunna. Das heißt, du liegst falsch. Was sagt er jetzt? Jetzt kommen zwei Argumente. Ja, aber mein Sheikh, das ist ein guter Mann und der hat so viel Wissen. Haben wir eben gesagt, Omar al-Khattab hat geweint wegen den Dings. Das ist dein Beweis? Ja, und bei mir, wir haben so viele Leute, die können doch nicht alle falsch liegen. Sagen wir, alles klar, guck mal, die Christen, wie viele sind? 2 Milliarden, Achi. Das ist das Argument. Dann kommt das nächste Argument, dann sagt er, ja, wir haben eine geheime Kette zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und dadurch wird uns das beigebracht. Sagen wir, okay, Aisha radiallahu anha sagt, wenn jemand sagt, der Prophet hat jemandem geheimes Wissen gegeben, ist ein Lügner. Denn Allah sagt im Koran, Ya ayyuhar Rasul. Das ist Sure 5, Vers 67 oder so 4, Vers 67. Belligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fa ma balagta risalatahu. O Prophet, verkünde offen, was von deinem Gott, von deinem Herrn zu dir herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, dann hast du seine Botschaft nicht verkündet. Das heißt, Aisha hat gesagt, du bist ein Lügner. Das heißt, jedes Argument, was du bringst, ist verkehrt. Welche Argumente hast du noch? Ja, aber, geh auf Nummer sicher, denn der Prophet Sausam sagt, es wird in 73 Gruppen spalten, alle sind Feuer außer eine. Und die Gruppe, die in der Hölle ist, ist wer? Ma'anna alayhi al-yawmu washabi. Frag dich selber, war das die Ibadah von den Sahaba? War das die Ibadah, wie der Prophet das verstanden hat? Niemals. Nächster Punkt. Geburtstag des Propheten. Wir sagen, hat der Prophet Sallam seinen Geburtstag gefeiert? Ja, der ist an einem Montag geboren und hat montags gefastet. Aha. Fastest du montags? Nein. Hä? Was ist das für ein Zusammenhang? Was hat Montagsfasten mit Geburtstag zu tun? Nix. Okay, hat der Prophet seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Haben die Sahaba seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Wann wurde der Geburtstag das erste Mal gefeiert? 400 Jahre nach dem Tod des Propheten, als sie sich das von den Juden, von den Christen abgeguckt haben, wie bei Weihnachten. So, ich frage dich, wer ist auf der Rechtleitung? Ja, aber wir lieben den Propheten. Wer liebt den Propheten am meisten? Derjenige, der ihm folgt. Okay. Ja, aber wir haben einen Sheikh bei uns, der macht das auch, der hat viel Wissen und der macht so viel Ibadah und ist ein guter Mann und der gibt sein Spiel. Kein Problem. Der Mönch Omar al-Khattab hat geweint, Alim, Aminatun, Nasib, Taslana, Hamir, die waren trotzdem auf dem Irrweg. Wir sagen nicht, dein Sheikh ist Käfer, weil der Geburtstag des Propheten feiert, aber wir sagen, die Sache ist nicht richtig. Okay. Ja, aber viele haben das gesagt, dass das richtig ist. Die Christen sind 2 Milliarden Menschen. Wir sagen, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Wenn ihr in einer Sache Meinungsverschieden habt, geht zurück zum Buch, zum Koran.
geh zurück zur Sunna. Ich frage dich, wo steht im Koran, feier den Geburtstag des Propheten? Ja, wir machen das nur aus Liebe. Okay, nochmal, wer liebt den Propheten mehr, du oder die Gefährten? Die Gefährten haben gesagt, und mein Nacken für deinen Nacken. Wenn du den Propheten liebst, wenn du Allah liebst, kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben, dann folge dem Propheten. Also, ich frage dich, folgst du dem Weg der Sahaba, die diese Sache nicht gemacht haben? Und dann frage ich dich, welcher Weg ist der sichere Weg? Welcher Weg ist der sichere Weg? Wenn du das feierst oder nicht. Aber glaub mir, Bruder, egal ob diese Punkte bringst, egal mit welchem Argument der kommt, keine Chance. Du bringst jede Sache, womit er kommt, Koran und Sunna. Er weiß nicht, was er darauf antworten will. Er wird es nicht akzeptieren. Illa man rahimullah, möge Allah diese Leute recht leiten. Weil er wird dann sagen, ja, machen doch alle, kann doch gar nicht verkehrt sein. Wie gesagt, Zeugen Jehovas gibt es auch viele. Subhanallah. Jetzt, ich habe nicht gesagt, dass die Leute, die Geburtstag des Propheten feiern, mit den Zeugen Jehovas vergleichbar sind. Wollte ich nur gesagt werden, damit das nicht gegen mich verwendet wird. Ja. Dann kommt man, ja, das ist eine gute Bidda, Bidda Hassana. Das ist eine gute Bidda, Bidda Hassana. Dann sagen wir, okay, was ist eine Bidda Hassana? Der Prophet Sassim sagt, kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fina. Jede Bidda ist eine Dalala und jede Bidda ist ein Feuer. Dann sagt er, ja, aber Umar al-Khattab hat gesagt, Bidda Hassana zum Tarawih-Gebet. Das heißt, der hat die Menschen gesammelt hinter einem Imam im Ramadan und hat gesagt, das ist eine gute Bidda. Okay, wir sagen erstmal, was heißt Bidda bei uns? Bidda heißt bei uns, dass du eine Tat machst, die keine Grundlage im Koran und Sunna hat. Das ist Bidda. Der Prophet Sallam hat in seiner Lebenszeit dreimal hintereinander Tarawih gebetet. Oder viermal. Auf jeden Fall ein paar Tage hintereinander hat er Tarawih gebetet. Das hat schon eine Grundlage. Und er hat es dann nur gelassen, damit Gott das nicht zur Pflicht macht. Das sagt er selber in einem Hadith, das ist in Bukhari. Das heißt, diese Sache, die Umar al-Khattab gemacht hat, war im Verständnis von der Religion sowieso keine Bidda. Sondern in der Verständnis von der Sprache eine Bidda. War sowieso keine Bidda. Also kannst du das nicht benutzen. Dann sagen wir etwas anderes. Kein Problem. Wir nehmen Imam Malik, der hat großes Wissen, oder? Er sagt, Man ibtada fil islami bidatan yara hasana faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khana risala. Wer sagt, er hat eine gute Bidda, wer eine Bidda einführt und sieht diese Bidda als gut ein, der hat behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten hat. Warum? Weil Allah sagt, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Das ist, was Imam Malik sagt. Weil wenn du sagst, wir haben etwas Gutes, der Prophet hat es nicht gemacht, die Sahaba haben es nicht gemacht, dann fragen wir ihn, weißt du mehr als der Prophet und die Sahaba? Dann sagt er, nein. Dann sagst du, ach, die Sahaba haben es gewusst. Sagt er, ja. Gewusst haben sie es auch nicht. Ja, was denn? Entweder sie haben es nicht gewusst und du weißt mehr als sie, oder du weißt mehr, oder sie haben es gewusst und haben uns etwas nicht gezeigt, womit wir uns Allah nähern können. Das heißt, in beiden Dingen machst du ein großes Verbrechen gegenüber dem Propheten. Du sagst, er hat etwas nicht gewusst, Allah hat ihm die Botschaft nicht vollkommen offenbart, oder du sagst, er hat etwas gewusst, hat es uns nicht gezeigt. Deswegen ist diese Bidda so gefährlich und viele Leute wundern sich, warum, weshalb, wieso. Und ich gebe euch Beispiele von den Sahabern. Und das, was Umar al-Khattab gesagt hat, oder das, was er Bidda Hassana genannt hat, im islamischen Sinne, sowieso von vornherein gar keine Bidda ist, dass man deswegen diesen Athar, diese Aussage von Umar al-Khattab, überhaupt nicht als Beweis benutzen kann, dass es eine gute Bidda gibt. Und wenn der Prophet sagt alles, dann heißt das alles, solange es einen Beweis gibt, dass nicht alles gemeint ist. Das heißt, jede Bidda in der Religion ist eine Erneuerung. Jetzt kommen einige Spezialisten und sagen, ja, was mit der Waschmaschine, was mit dem Flugzeug, was mit dem Auto, was mit dem Mikrofon, was mit den Videokassetten. Bruder, das sind Wasail, Mittel und teilweise Dinge, die gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Das sind einfach Mittel. Wir sagen auch nicht, es ist Bidda auf dem Esel zu reiten, weil der Prophet ist auf dem Kamel geritten.
Ja, und kein Mensch sagt, dass solche Sachen bitter sind. Aber eine Sache in die Religion hineinzuführen, die nicht dazugehört, gibt es Leute, die das bitter genannt haben. Und deswegen schauen wir wieder bei dem Verständnis der Sahaba. Und Brüder, ich sage diese Sache nicht, um irgendjemanden zu verletzen. Sondern ich sage jedem bitte, gehe zurück zu Koran und Sunna. Und wenn du zu Koran und Sunna zurückgehst, nicht zu irgendwie, was hat der Gelehrte hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen gesagt. Ja, wenn du da zu einem anderen Ergebnis kommst als ich und hast Beweise dafür, bitte melde dich bei mir und mache mir das klar. Nur bisher, alle Beweise, die kommen, sind immer, ja, aber der hat gesagt, der hat mehr Wissen als du, der wohnt doch da und da und das ist ein frommer Mensch, was wir eben schon gesagt haben. Da sagen wir, ja, es gibt auch Iblis, der hat noch mehr Wissen als du. Iblis hat noch mehr Wissen als du, ist trotzdem im Dalal. Und wir haben auch noch Leute, die vielleicht sogar sehr viele, die vielleicht mehr Ibadah gemacht haben, sind auch im Dalal. Ja, wie zum Beispiel irgendwelche Mönche, wo der Omar al-Khattab geweint hat. Oder du sagst mir, kann doch nicht sein, dass so viele Menschen das falsch machen. Ja, das sind für mich alles Sachen, die unakzeptabel sind. Und es heißt nicht, dass jemand, der eine dieser Dinge macht, direkt im Dalal ist, zu den 73 Gruppen gehört, ja. Das ist, wir sagen nicht bei jedem sofort, sondern es kann auch sein, dass jemand einen unbeabsichtigten Fehler macht. Worum es mir geht, ist um die Herangehensweise, dass wir die Religion richtig verstehen. Dass keiner kommt, ja, aber der hat ja gesagt und so weiter und so fort. Weil das ist die falsche Herangehensweise, subhanallah. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, genau, jetzt wollte ich noch ein paar Sachen von Sahabern erwähnen, damit wir es richtig haben. Die Sahaba, der Prophet sallam, hat in Khutbatul Jum'ah nie die Hände gehoben bei der Dua. Außer in einem Fall. In welchem Fall? Richtig, bei Regen. Wenn du, woher weißt du das? Achso, ich wollte nur wissen, wo du das gehört hast. Okay. Genau. So, und jetzt hat ein Sahabi in der Khutba die Hände gehoben. Guck mal, ganz feiner Unterschied. Aber nicht beim Regengebet. Also, das heißt, der Prophet hat schon bei der Khutba das mal gehoben, aber nur bei Regen. Da sagt ein anderer Sahabi, möge Allah deine Hände hässlich machen. Du machst selbst deine Hände, wo der Prophet sonst die Hände nicht gehoben hat. Guck mal, wie genau der hier gewesen ist. Subhanallah. Dann das nächste Beispiel. Ibn Mas'ud, der kommt in eine Moschee rein, wo die Leute mit Steinen Tasbih machen sind. Und die sagen beim Kommando, auf Kommando machen die Allahu Akbar und so weiter. Und er tritt diese Sachen weg. Und sagt zu, und da ist der Prophet gerade gestorben und sagt ihnen, ihr seid jetzt schon mit einer Bida gekommen, nach dieser kurzen Zeit. Das ist von Ibn Mas'ud, das Sahih, dieser Bericht. Dann etwas anderes. Muawiyah geht mit Ali. Mit Ali gehen sie um die Kaaba. Radiallahu anhum, ja? Nicht mit Ali, mit Ibn Abbas. Geht er um die Kaaba, der Cousin vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Muawiyah berührt alles von der Kaaba, jeden Punkt. Und der Prophet hat nur den schwarzen Stein und den Rukn Yamani berührt. Jetzt sagt Ibn Abbas zu ihm, er tadelt ihn dafür, er sagt, warum berührst du alles? Der Prophet hat nur Rukn Yamani und Hajj al-Aswad berührt, den schwarzen Stein und Rukn Yamani, also diese eine andere Ecke berührt. Dann sagt er zu ihm, ist irgendetwas, guck mal, er kommt fast so mit demselben Punkt zuerst, weil er ist nicht fehlerfrei, ja? Muawiyah ist nicht fehlerfrei, die Sahaba können Fehler machen, nur in ihrem Gesamtbild. Alle zusammen kann nicht sein, dass alle verkehrt sind. Ja? So, oder dass sie einen Ijma machen auf einer Sache, in der Herangehensweise, dass es verkehrt ist. Aber in Einzelheiten kann es passieren, dass einer mal einen Fehler macht, aber er akzeptiert dann die Wahrheit. Und er geht mit ihm rum und er sagt Muawiyah, ist irgendwas an der Kaaba verkehrt, verlassen? Ja? Da sagt Ibn Abbas, ein Koranvers. Guck mal, diesen Koranvers müssen wir uns immer merken, damit wir diese Herangehensweise haben. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hatte dir das beste Beispiel. Was sagt jetzt Muawiyah? Ja, aber ist doch gut. Wir machen das doch nur aus Liebe für Allah und als Ehre für die Kaaba. Und was sagt er? Sadaqt, sagt er zu ihm. Du hast recht. Du hast die Wahrheit gesprochen. So, und das sind einige Beispiele, die wir haben. Jetzt, ich habe ein Schafi-Fiqh-Buch, das heißt, Umdatus Salik heißt das. Da werden einige Sachen, werden Bida erwähnt. Ja? In anderen Sachen noch nicht, aber zum Beispiel, in einer Sache wird ein Bida erwähnt, dass jemand ein bestimmtes Gebet macht. Und in einer anderen Sache wird als Bida erwähnt, dass wenn jemand in der Kaaba ist, in der Masjid al-Haram, dass er rückwärts, wenn er rausgeht, bei Tawaf al-Wada, weil man macht einen Abschiedstawaf,
dass er rückwärts rausgeht mit dem Gesicht zur Kaaba. Warum? Was ist denn daran so schlimm? Der geht doch nur raus als Ehre für die Kaaba, dass er ihr nicht den Rücken zu... Was ist da so schlimm dran? Kannst du mir mal erzählen? Shafi Madhab sagen, es ist Bidah. Shafi Madhab sagen, das ist Bidah. Und deswegen gehen wir immer wieder zum Anfang zurück. Jetzt kommen noch einige andere Beispiele, einige Schubuhat, mit denen einige Leute kommen, dass die Sahaba zum Beispiel irgendetwas von sich selber ausgemacht haben. Zum Beispiel eine bestimmte Dua und so weiter und so fort. Und der Prophet hat das nicht Bidah genannt. Okay, wann war das gewesen? Das war in der Lebzeit des Propheten. Das heißt, die Offenbarung war noch nicht vorbei. Allah hat nicht gesagt, die Religion ist vollendet. Weil wir haben gesagt, das Schlimme ist bei der Bidah, dass du damit sagst, der Prophet hat nicht alles überbracht. Oder er hat uns nicht alles gesagt. Aber dadurch ist uns sogar vieles klar geworden. Weil wenn der Wahi kommt und ein Sahabi macht etwas Falsches, dann kommt diese Wahi, die Offenbarung, Wahi heißt Offenbarung, und sagt, guck mal, das ist falsch, was sie machen. Beispielsweise, ich gebe ein Beispiel. Mu'adh ibn Jabal ist nach dem Aisha-Gebet, was er in Gemeinschaft gebetet hat, nach Hause gegangen und hat dort bei seiner Familie das Aisha-Gebet vorgebetet. Und er hat mit der Nia von Witter gebetet. Ja, dass er das als Nachtgebet macht. So, das war in der Zeit, wo der Prophet Sassam gelebt hat. Das heißt, wäre das verboten gewesen, du musst dieselbe Nia, weil einige Gelehrte sagen, du musst bei dem Gebet dieselbe Nia haben, wie der hinter dir betet. Wäre das verboten gewesen, mit einer anderen Nia oder mit einer Nia gar von einem freiwilligen Gebet einen als Imam zu führen, der ein Pflichtgebet betet, dann hätte Allah eine Offenbarung herabgesandt. Das ist ganz klar. Und dadurch sehen wir, dass es erlaubt ist. Dann sagt einer, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fi millah, samawati, ardi, mashita, min shayin ba'd. Er sagt diese Dinge. Und der Prophet hört das. Das ist in der Zeit des Propheten, du kannst das gar nicht anwenden. Weil wäre das verkehrt gewesen, hätte der Prophet gesagt, dass das verkehrt ist. Aber so hat sich das halt entwickelt. Deswegen hat der Prophet auch gesagt, ist nicht mehr rausgegangen zum Tarawih-Gebet, damit diese Sache nicht zur Pflicht gemacht wird. Tarawih-Gebet ist, wie gesagt, das Nachtgebet in dieser Zeit. Ja? So, jetzt kommen einige Leute natürlich, jetzt kommt die Frage, was ist mit den Madhahib? Was ist mit den vier Madhahib? Sind die Bidah? Was ist das? Erstmal die vier Madhahib, ja, gehen zurück auf vier mit der größten Gelehrte dieser Umma. Ich sage nicht die größten Gelehrte, aber es gibt Gelehrte, die vielleicht noch mehr Wissen gehabt haben. Beispielsweise sagt Ash-Shafi'i ist ein Schüler gewesen von Muhammad, Imam Muhammad, das ist der Schüler von Abu Hanifa. Und er ist Schüler von Imam Malik und Schüler von Al-Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd war ein großer Gelehrter zur damaligen Zeit in Ägypten. Und Imam Shafi'i sagt, Al-Layth afqa min Imam Malik. Dass Layth mehr Wissen hat von Fiqh als Imam Malik. Was ist jetzt? Und einige Leute heute, so, das heißt, diese Leute waren Gelehrte gewesen, die ihren Ijtihad gemacht haben. Und was wir natürlich machen, ist, wir profitieren von diesen Leuten. Aber keiner dieser Gelehrten hat jemals gesagt, du sollst ihm blind folgen. Und wenn du siehst, dass er ein, weil es sind Menschen, das heißt, die können Fehler machen. Können Fehler machen. Und wenn der einen Fehler macht, der kriegt einen Ajr dafür. Weil der Prophet Sassim sagt, إِذَمْ حَاقَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ ثُمَّ أَسَابَ فَلَهُ أَجْرَانَ. Wenn einer, wie zum Beispiel auch ein Mujtahid, ein Hakim, ja, einer, der in Urteil fällt, der macht ein Ijtihad, der bemüht sich in einer Sache und der liegt richtig, der kriegt doppelten Lohn. Und dann sagt er, وَنْ أَخْتَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Dann hat er einen Lohn. So, aber sie sind nicht der Prophet. Imam Malik sagt, radiallahu anhu sagt, rahimullah sagt, kulluna radun wa mardudun illa sahiba hadha al-kabr. Jeder von uns wird angenommen und abgelehnt, außer der in diesem Grab liegt. Imam Abu Hanifa sagt, subhanallah, sagt, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Es ist verboten für jemanden, der meinen Beweis nicht kennt, eine Fatwa zu geben, nach dem, was ich gesagt habe. Wenn er meinen Beweis nicht sagt, das sagt Abu Hanifa. Subhanallah. Abu Hanifa sagt, إِذْ قُلْتُ قَوْلٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبْرَ الرَّسُولِ
Fatruku. Wenn ich etwas gesagt habe, was der Sunna widerspricht oder dem Buch Allahs widerspricht, dann lass die Sache. Was sagt Imam Malik? Imam Malik sagt, innama ana basharun. Ich bin ein Mensch. Uchtiwa usib. Ich liege richtig und liege falsch. Fanzuru fi rayi. Dann schaut euch meine Meinung an. Kullu ma wafaqa al-kitab wa sunna fakhudhu. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmt. Wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunna fatruku. Und alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, lass. Dann Imam Shafi'i sagt: Ajma' al-muslimuna. Das heißt, die Muslimuna haben Ijma. Alla man istabanu lahu sunna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yadaha li kawli ahadin. Wenn jemand eine Sunna vom Propheten Sassim klar geworden ist, er meint jetzt, mit Sunna meint er nicht eine Nawafil-Tat, sondern er meint damit, dass der Prophet etwas auf diese Art berichtet hat, dann ist es ihm nicht erlaubt, diese Sache zu lassen, wegen dem Wort von einem anderen. Das heißt, du hast einen Gelehrten, der sagt etwas anderes, als was der Prophet in der Sunna gesagt hat, du machst das einfach. Ja? So, dann sagt Imam, was sagt Imam Ahmed al-Hanbal, sagt, man radda Hadith, من هدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو على شفاء حلقتي. Wer ein Hadith ablehnt vom Propheten, also natürlich der Sahih ist, der ist am Rande seiner Vernichtung. Der ist am Rande seiner Vernichtung. Das heißt, was wir verinnerlichen müssen, ist Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal und so weiter, ja, Abu Hanifa, Rahimullah, sind große Gelehrte. Und wir lieben sie für Allah. Weil sie für die Umma großen Lohn erreicht haben und die Religion bewahrt haben und sich bemüht haben und viel Gutes für diese Umma getan haben. Aber sie sind keine Propheten. Und wir müssen verinnerlichen, dass derjenige, dem wir es voll schuldig sind und dem wir absolut verpflichtet sind zu folgen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Also, du findest keinen einzigen Vers im Koran oder ein Hadith in der Sunna, die es zur Pflicht macht oder die es erlaubt, einem anderen als dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam absolut zu folgen. Du findest keinen einzigen Hadith oder Ayat im Koran, der es zur Pflicht macht, einer anderen Gruppe zu folgen als der Gruppe der Salaf. Kein einziger. Und man findet diese Sachen, die sagen, du musst dem Prophet folgen. Haufenweise. قُلْ أَتِيُوا اللَّهُ وَرَسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten, und wenn sie sich abwenden, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Was sagt er noch? Er sagt, wenn sie gerufen werden zu Allah und seinem Gesandten, ja, das heißt zum Koran und Sunna, dann siehst du die Menafikun, wie sie den Weg zu dir versperren, wie sie von dir abhalten. Und es ist ein Zeichen von Nifaq, achi, wallahi. Nicht was ich sage, sondern steht im Koran, Sure 4, Vers 60, wenn einer kommt mit Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und du sagst nein. Du willst ihn davon abhalten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam Hadith zu folgen. Hier, er sagt, wenn die zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, hat er den deutschen Koran hier. Ist egal. Das ist Sure 4, Vers 60, müsste das sein. Dann siehst du, wie die Munafikun von dir abhalten. Subhanallah, guck dir die Sache an. Und so viele, wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Du findest es haufenweise. So, welche Aufgabe haben jetzt die Madhahib? Ist es, die erste Frage, ist es erlaubt, jemandem einem Madhab zu folgen? Wir sagen ja, unter bestimmten Umständen schon. Wenn jemand beispielsweise kein Arabisch kann, keine Möglichkeit hat, Wissen hat von der Religion, dann muss er ja sowieso jemandem folgen. Und dieser Madhab ist Ijma von der Umma, dass die auf dem richtigen Weg sind. Heißt nicht, dass in jeder einzelnen Sache jeder Einzelne richtig gemacht hat. Weil es kann nicht sein, dass du gleichzeitig, guck mal, wenn du jetzt eine Frau berührst, ich berühre jetzt beispielsweise eine Frau, ja? Kann nicht sein, dass ich dann beten gehe und ich bin gleichzeitig auf Tahara und gleichzeitig Najis. Oder bin gleichzeitig nicht auf Tahara.
Kann nicht sein. Kann nicht sein, dass ich hinter dem Imam bete und lese die Fatiha nicht vor und mein Gebet ist gleichzeitig gültig und gleichzeitig nicht gültig. Das ist unmöglich. Rein logisch gesehen unmöglich. Aber was ist, wenn wir beispielsweise, jemand ist der Überzeugung, dass eine bestimmte Sache so ist, wie ein bestimmter Imam gesagt hat. Zum Beispiel jemand sagt wie Imam Abu Hanifa, du brauchst hinter dem Imam nicht zu beten. Und er ist davon überzeugt, dass das richtig ist. Nicht, er folgt dieser Meinung einfach, weil, ja, das ist so das, was man bei ihm im Land hat, aber innerlich ist er eigentlich davon überzeugt, dass der Prophet etwas anderes gesagt hat. Wenn er davon überzeugt ist, dass das so richtig ist und er hat diese Beweise verstanden und er geht danach und er betet so. Selbst wenn Imam Shafi'i recht hat und du musst die Fatiha lesen, dann wird Allah diese Meinung ihn verzeihen. Das ist die Aussage Ikhtilaf al-Ummati Rahma. Und das heißt sowieso nicht Ikhtilaf al-Ummati, sondern das hat der Prophet Sassam nämlich nicht gesagt, weil diesen Hadith gibt es nicht. Es gibt keinen Hadith, der sagt Ikhtilaf al-Ummati Rahma. Das widerspricht dem Koran. Wir haben eben gesagt, im Koran gibt es zig Verse, die sagen, wenn ihr euch unterscheidet und spaltet, werdet ihr scheitern. Und da gibt es zig Verse. Wie kann es sein, dass Allah auf der einen Seite sagt, spaltet euch nicht, urteilt nicht, seid nicht unterschiedliche Meinung, auf der anderen Seite sagt, es ist gut, wenn ihr über andere Meinung seid. Und es gibt dafür keinen Isnad. Das heißt, wenn du einen Hadith hast, der muss einen Isnad haben, eine Überlieferungskette, die zum Propheten zurückgeht. Und es gibt verschiedene Bedingungen, wir haben das schon mal erklärt, wann ein Hadith sahih ist und nicht. Wenn es gar keine Überlieferungskette gibt, ist der Hadith Maudur. Das heißt, es ist gar kein Hadith, du darfst es gar nicht nennen. Es ist eine Lüge über den Propheten, wenn du es erzählst. Aber das ist etwas, was Rahma ist in dem Sinne, dass wenn du nicht besser kannst und du begehst diesen Fehler und hast dich bemüht und bist an einem Gelehrten gegangen, Allah wird dir verzeihen. Aber natürlich nicht derjenige, dem sind alle Beweise klar geworden. Das haben wir eben von Imam Shafi gehört. Und sieht, dass in einer bestimmten Meinung der Madhab, den er folgt, entweder ein falscher Beweis hat oder schwächere Beweise. Aber natürlich kann das nicht jeder beurteilen, das muss man dazu sagen. Aber jetzt beispielsweise, laut Ahmed im Hanbal kannst du die Tochter zwingen, jemanden zu heiraten. Ich bin jemand, der Hanbali Madhab studiert oder lernt, sagen wir lieber. Ne? So, sage ich jetzt, der Prophet Sassam hat gesagt, in einem Hadith, إذا أراد أحدكم يزوج ابنته فليستمر. Wenn jemand seine Tochter verheiratet, ja, dann muss er das Einverständnis haben der Tochter. Ja, sage ich jetzt, ja, nee. Ich bin Hanbali Madhab, das können wir nicht gelten lassen. Subhanallah. Das Wort von Ahmed Hanbal ist bei uns beliebt, aber das Wort vom Prophet Sassim ist bei uns beliebter. Und es gibt Sachen, die sind von Koran und Sunna klar wie die Sonne. Es gibt Dinge, die brauchen Interpretation. Deswegen, nicht jeder von uns kann hingehen und nimmt sich Koran und Sunna, nimmt sich Bukhari, Muslim und leitet dann davon was ab. Weil es gibt Dinge, die sind Mansuch. Es gibt Dinge, die sind, da muss man alle Hadithe zusammennehmen. Aber, wenn du zum Beispiel weißt, du hast zum Beispiel die Beweise verglichen, was zum Beispiel der eine sagt und was der andere sagt, ja, und du siehst, dass der eine stärkere Beweise hat und du bist überzeugt davon, dass der Prophet Sassam das anders gemacht hat als der Madhab, dem du eigentlich folgst, dann frage ich dich, wenn du überzeugt bist, dass der Prophet etwas anders gemacht hat, als was dein Madhab gesagt hat, was machst du dann? Was machst du dann? Sagst du, nein, ich muss dem Madhab folgen. Wo steht das? Wo hat Allah ein Urteil herabgesandt im Koran oder Sunna, dass das befiehlt? Gib mir einen Beweis von Koran und Sunna. Gib mir einen Beweis. Subhanallah, gibt es Leute, dann sagst du, ja, ich folge keinem bestimmten Madhab, ich gucke mir alle Madhahib an und sage dir, nee, beten wir nicht hinter dir. Dann sagen wir zu dem, Subhanallah, du hast gerade gesagt, es ist haram, wenn ich keinen Madhab, bestimmten Madhab folge, gib mir einen Beweis von Koran und Sunna. Allah sagt im Koran, sinngemäß, dass das Halal und Haram machen nur für Allah ist. Du hast jetzt gerade gesagt, ich mache, was Haram ist. Gib mir einen Beweis von Koran und Sunna. Welchen Beweis könnte jemand haben? Soll ich sagen, welcher Beweis kommt? Ich gebe dir jetzt einen. Erstens, kommen sie mit Sahabern. Sie sagen die Sahaba,
haben nicht alle Fatwa gegeben. Wir sagen, wir machen auch nicht alle Fatwa. Aber das ist ein Beweis gegen dich. Denn die Sahaba waren nicht so gewesen, ja, dass sie irgendein Urteil hatten, ja, und die sind einem gefolgt, und auch wenn der andere was anderes gesagt hat, haben sie gesagt, nee, ich lasse deine Meinung, weil ich bin bei Ibn Abbas im Madhab. Nein, sind zu demjenigen gegangen, der gerade da war. Wenn sie eine Fatwa brauchen, sind sie zu dem Sahabi gegangen, der Fatwa geben kann, der gerade da war. Nicht zu, ja, ich gehe nur zu dem und der geht nur zu dem. Und, okay, da sind wir wieder beim Verständnis der Sahaba, subhanallah. Und aber es stimmt, dass viele sich in dem Lehren und die Tabi'in auf einen Sahabi konzentriert haben. Das stimmt. Das heißt, wir können uns auch auf einen Madhab konzentrieren. Was ist aber jetzt, wenn dir klar wird, dass der Prophet was anderes gemacht hat? Wir gehen wieder zurück zu Koran und Sunna und zum Verständnis der Sahaba. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab damals eine Meinungsverschiedenheit in der Hajj. Ja, das war von Urwa. Wie war das nochmal gewesen, subhanallah? Auf jeden Fall, es ging um eine bestimmte Sache, genau. Urwa, der hat gesagt, in den letzten 10 Tagen von Dhul-Hijjah dürfen die keine Umrah machen. Die letzten 10 Tage von Dhul-Hijjah dürfen die keine Umrah machen. Und da hat Ibn Abbas gesagt, sinngemäß, der Prophet hat das erlaubt, gemacht, kann man machen. Dann sagt er, ja, Abu Bakr und Umar haben das verboten. Die haben gesagt, man darf keinen Hajj und Umar machen. Und wer ist Abu Bakr und Umar? Ach, Abu Bakr und Umar sind größere Gelehrte als Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed und Hanbal. Was sagt jetzt Ibn Abbas? Und übrigens, wenn der Hadith sagt, folgt meiner Sunna, ist Sunna der rechtgläubigen Khalifen, dann bedeutet das nicht, der hat nicht gesagt, einen der rechtgläubigen Khalifen, sondern das ist der Ijma von den rechtgläubigen Khalifen. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Ja? Der Prophet hat gesagt, ihr werdet viele Meinungsverschiedenheiten gesehen. Und was ist dann die Lösung? Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Dann sagt er, Fa'alaykum bis sunnati wa sunnat al-Khulafa Rashidil Mahdiin. So halt euch an meine Sunna, die Sunna al-Rashidil Khalif. Das heißt Ijma von denen, wo die einer Meinung sind. Jetzt, was sagt Ibn Abbas? Wie er zu ihm sagt, ja, Abu Bakr und Umar haben gesagt. Sagst du mir, okay, wenn du Abu Bakr und Umar folgst, ist dein Madhab, du kannst ihm ruhig folgen, kein Problem. Dann bist du auch rechtgeleitet, meine Sahaba sind wie die Sterne, wem du folgst, du bist rechtgeleitet. Weißt du, was er sagt? Yushaku antanzi alaykum hijaratun min as-sama. Nicht, dass Steine vom Himmel auf euch herabregnen. Akulu kala Rasulullah. Wa taqulun kala Abu Bakr und Umar. Nicht, dass Steine vom Himmel auf euch herabregnen. Ich sage, der Gesandte Allahs hat gesagt. Und ihr sagt zu mir, Abu Bakr und Umar haben gesagt. Wallahi, Achi, das hat Ibn Abbas, radiallahu anhu, mal gesagt. Jetzt frage ich dich, Achi, was ist die Herangehensweise der Sahaba? Wallahi, billahi, tallahi, was ist die Herangehensweise der Sahaba? Du darfst deine Meinung, der Meinung vom Madhab nicht abweichen. Selbst wenn du der Meinung bist, dass ein anderer einen stärkeren Beweis hat. Wallah, ich sag dir, lerne einen Madhab. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Madhab zu lernen, den Madhab. Aber lerne mit Beweisen den Madhab. Diese 4 Madhab sind große Gelehrte. Und deine Absicht muss sein, nicht den Madhab zu lernen, um den Madhab zu lernen, sondern den Madhab zu lernen, um die Sunna des Propheten besser zu verstehen. Denn wir lieben den Propheten und wollen den Propheten folgen. Und dann kurz zu diesen Sachen, was ich gesagt habe. Ikhtilaf Ummati Rahma ist ein Hadith, ist kein Hadith, ist Maudur. Wer dies sagt, lügt über den Propheten, weil es kein Isnad darüber gibt. Das ist Hadith-Wissenschaft. Das ist nicht irgendwie jemand erzählt etwas. Bruder, es gibt keinen Isnad. Isnad heißt Überlieferungskette dafür. Der andere Hadith. Man muss auch die Leute erzählen, ja, nein, es gibt Meinungsverschiedenheit. Was für Meinungsverschiedenheit, Nachi? Wir haben eine klare Hadith-Wissenschaft, 5 Bedingungen für einen Sahih-Hadith. Nur, die kennt natürlich dann keiner. Erstens, der Isnad muss durchgehend sein. Wenn keiner vorhanden ist, ist sowieso kein Hadith. Zweitens, die Leute in dem Isnad müssen alle Adala haben, rechtschaffene Menschen sein. Drittens, die Leute in dieser Hadith, in dieser Kette müssen alle Debt haben, Genauigkeit haben. Das heißt, einer ist vielleicht wahrhaftig, aber der macht Fehler. Viertens dürfen keine Shuzus, keine Unnatürlichkeiten drin sind, dass sie einer stärkeren Sache widersprechen. Ja, fünftens,
Es dürfen keine versteckten Fehler drin sein. So, jetzt gucken wir diesen Hadith. Es gibt gar keine Überlieferungskette. Das ist etwas, was einige Gelehrte gesagt haben. Aber sagen die etwas, was dem Koran widerspricht? Der Koran sagt, unterscheidet euch nicht, sonst werdet ihr scheitern. Und der Hadith sagt, ja, eure Unterscheidung, das ist sehr schön, das ist Barmherzigkeit. Was damit gemeint ist, ist, was einige Gelehrte gesagt haben, auch Ibn Qudama al-Maqdisi, zum Beispiel in seinem Buch Lum'at al-Etikat, zum Beispiel in diesem Furu, ja, dass wenn du jetzt zum Beispiel jemanden folgst, ja, man kann nicht von jedem Bäcker verlangen, ja, der bosnische Bäcker oder der türkische oder arabische Bäcker in Deutschland, ja, der beispielsweise den Madhab gelernt und nach einem Gelehrten geht, du kannst nicht von jedem verlangen, dass er in jeder Fragestellung Bukhari, Muslim raussucht, guckt, was haben die Gelehrten gesagt. Kannst du dich vergleichen? Das heißt, wenn er sich auf einen Gelehrten verlässt, ja, und der Gelehrte hat aber in dieser Sache nicht die richtige Meinung, ist Rahman, wird Allah ihm verzeihen. Nur wenn du der Überzeugung bist, dass eine Sache, ein anderer richtig dem Propheten gefolgt hat, ein anderer nicht, ja, was machst du dann? Subhanallah. Dann kommen sie zu dir, sagen, ja, warte mal, es gab damals viele Gelehrte, die haben auch alle einen Madhab gehabt. Stimmt. Ist richtig. Die meisten Gelehrten sind einem Madhab gefolgt, aber was hieß folgen bei ihnen? Genau das, was ich eben gesagt habe, sie haben diesen Madhab gelernt und haben ihn teilweise in vielen Meinungen widersprochen. Zum Beispiel Imam Bukhari ist ganz klar, wird zum Schäfi-Madhab gezählt. Also es geht, wie gesagt, darum, das richtige Verständnis. Ja, wie gesagt, wir sind überhaupt nicht gegen die vier Madhab. Wir sind auch gar nicht dagegen, wenn einer den Madhab lernt. Aber wir sagen zu dir nochmal, um es zu betonen, das Wichtigste ist, dass die Absicht, die dahinter steckt, ist, dem Propheten Sassim zu folgen. Und nicht, dass man so stur ist. Leute fast als Kuffar bezeichnet, die sagen, ja okay, wir gucken uns alle Madhahib an. Ja, das ist total, da gibt es keine Grundlage für. Was noch als Beweis gebracht wird für dass man unbedingt folgen muss, ansonsten beten wir nicht hinter dir, ja, a'udhu billah, ist, dass Allah im Koran sagt, fassalu alle wikre in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. So, wenn du jetzt den Grund anguckst, warum dieser Vers herabgesandt worden ist, dann siehst du auch wieder, subhanallah, guck mal, woran du dich festhältst, um deine Meinung zu begründen. Guck mal. Allah sagt im Koran, in einem anderen Vers, Sure 3, Vers 7, sagt er, er ist derjenige, der den Koran herabgesandt hat. Im Koran gibt es deutliche und zweideutige Sachen. Und die, die eine Krankheit im Herzen haben, die versuchen diese Sachen, die etwas mehrdeutig sind, misszudeuten. Weil, und warum? Misszudeuten und wollen damit Fitna erzeugen. Guck mal, du nimmst jetzt einen Vers, der gar nichts mit deiner Position zu tun hat, ja, und bringst den als Beweis für deine Position. Wisst ihr, warum dieser Vers herabgesandt worden ist? Die Quraysh damals haben zum Propheten Sassam gesagt, haben zum Propheten gesagt, ja, warum hat Allah keinen Engel herabgesandt? Warum setzt er einen Mann herab? Ja? Und dann hat Allah herabgesandt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Wir haben vor dir nur Männer gesandt. Das ist Antwort für die Dings. Also das heißt, vor dem Propheten Mohammed wurden auch immer nur Männer gesandt als Propheten. Dann sagt er zu den Kuffar, فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Wisst ihr, wer damit gemeint sind? أَهْلُ الْكِتَاب. Das heißt, ihr Quraysh, ihr Mushrikun, fragt mal die Juden und die Christen, ob das stimmt. Dass vorher, da ist kein Engel gesandt worden und der Engel ist dann auf der Welt gegangen und hat den Menschen erzählt, sondern es ist immer Menschen gesandt worden. Und das benutzt du jetzt dafür, um zu sagen, wenn du keinem Madhab folgst, dann bist du im Dalal. Subhanallah, Achi.